Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Kettenreaktion an die Mentis haben heute Äußerungen aus Bonner Regierungskreisen über die schwierige Lage in der DDR ausgelöst. Ein hoher Regierungsbeamter hatte von einer chaotischen Entwicklung gesprochen und nicht ausgeschlossen, dass die DDR in wenigen Tagen zahlungsunfähig sein könnte. Aus Ost-Berlin kam umgehend ein Dementi. Regierungssprecher Meyer nannte die Einschätzung völligen Unsinn. Und wenig später ging auch in Bonn Regierungssprecher Klein mit einem Dementi an die Öffentlichkeit. Die Bundesregierung teile die geäußerte Auffassung nicht. Die wirtschaftliche Lage in der DDR sei so dramatisch, dass es bereits in wenigen Tagen zu einer Zahlungsunfähigkeit des Staates kommen könne. Die Lage kann gar nicht dramatisch genug eingeschätzt werden. Diese Äußerungen machte im Kanzleramt in Gespräch mit Journalisten ein hoher Beamter, einer der engen Berater des Kanzlers im Vorfeld der Moskau-Reise des Kanzlers. Die Agenturen berichten, dadurch könne es möglich sein, dass die Volkskammerwahlen vorgezogen würden. Mit dieser Einschätzung, die DDR sei wirtschaftlich und politisch kurz vor dem Ende, reist der Kanzler also morgen nach Moskau. War es leichtfertige Verantwortungslosigkeit, die zu der Äußerung führte? Man will damit offenbar Gorbatschow signalisieren, wie marode die DDR und wie dringend notwendig ein Zusammenrücken der beiden deutschen Staaten ist. Doch man hatte wohl nicht die Wirkung auf die DDR-Bürger bedacht. Das Presseamt dementierte. Die Bundesregierung sei nicht der Auffassung, dass die DDR bald zahlungsunfähig sei. Hat man im Presseamt einen Schreck bekommen? Wie kam es zu der Äußerung? Es ist in einer Runde von Journalisten zitiert worden. Stimmen, die die Befürchtung äußern, extreme Stimmen, die damit auch beschreiben wollten, wie dramatisch sich die Lage in der DDR verschlechtert. Dazu gehört beispielsweise Herr de Maizière. Die sagten, es könnte zur Zahlungsunfähigkeit kommen bald und auch die Wahlen könnten vorgezogen werden. Aber dies ist nicht die Auffassung der Bundesregierung. Aber war es nicht etwas verantwortungslos, jetzt vor der Reise des Kanzlers nach Moskau und vor dem Besuch des Herrn Modrow so etwas zu sagen? Nein, diese Stimmen zu zitieren war nicht verantwortungslos. Die Stimmen gibt es und die Stimmen gab es. Auch Ost-Berlin reagierte schnell. Regierungssprecher Meyer schließt eine baldige Zahlungsunfähigkeit der Regierung aus. Das sei unsinnig, meinte er. Und das Büro von Volkskammerpräsident Malleuda erklärte, ein noch weiter vorgezogener Wahltermin sei absolut ausgeschlossen. Zu der Bonner Diskussion über die Zahlungsfähigkeit der DDR sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ehmke, die Lage werde nicht dadurch besser, dass Regierungskreise die Hysterie noch anheizten. Auch die Grünen warfen der Regierung unverantwortliches Gerede vor. Eine Währungsunion mit der DDR kann die Bundesrepublik nach den Worten von Bundesbankpräsident Pöhl ohne Gefahr für die eigene Preis- und Währungspolitik verkraften. Auf einer Pressekonferenz in Bonn räumte Pöhl ein, dass auch er von dem Beschluss der Regierung, mit der DDR jetzt zügig über eine Währungsunion zu verhandeln, überrascht worden sei. Die Bundesbank werde diese Entscheidung aber loyal unterstützen. Unabdingbar sei allerdings, dass die DDR radikale Veränderungen an ihrer Wirtschaftsstruktur vornehme. Worum es in Wirklichkeit geht, meine Damen und Herren, wenn ich das mal sagen darf, die Regierung hat sich ja etwas kryptisch geäußert, indem sie gesagt hat, es ginge um eine Währungsunion mit Wirtschaftsreformen. In Wirklichkeit geht es meines Erachtens um, und ich will das mal ganz im Klartext sagen, es geht um die Schaffung eines vereinigten Wirtschafts- und Währungsgebietes zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Das heißt, um die Vorstufe einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Dies ist praktisch, wäre, wenn es zustande käme, ein ganz wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer wirtschaftlichen und politischen Vereinigung beider Staaten. Und auch nur in diesem Kontext, nur als Schritt zu einer Vereinigung Deutschlands, ist ein solcher Vorschlag überhaupt zu verantworten. Deutlich zurückhaltend reagierte die DDR-Wirtschaftsministerin Luft. Sie hat gegen eine schnelle Währungsunion Vorbehalte. Auf der ersten deutsch-deutschen Mittelstandstagung in West-Berlin sagte sie, Vorschläge zur sofortigen Einführung der D-Mark in der DDR seien letztlich doch auf Sand gebaut. Zwar könne man die Währungsunion nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, sie setze aber weitere grundlegende Veränderungen und eine Preisreform voraus. Mit dem Ruf nach einem liberalen Bündnis für die Wahlen in der DDR hat heute in Dresden der Parteitag der LDPD begonnen.
Zugleich geht es auf dem zweitägigen Treffen um die personelle und inhaltliche Erneuerung der früheren Blockpartei. 40 Jahre war sie Teil eines diktatorischen Systems. Jetzt versucht sie einen Neuanfang. Aber auch für die LDPD heißt das zunächst Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit. Der Vorsitzende, zugleich amtierender Staatsratsvorsitzender, Manfred Gerlach, entzog sich dieser Aufgabe recht kühl und technokratisch. Dabei geht es nicht darum, das Büßerhemd anzuziehen und uns abhängig zu machen von Gnadenerweisen selbsternannter politischer Moralapostel. Welche Rolle werden die Altgedienten in Zukunft spielen? Eine Frage, die sich viele Delegierte besorgt stellen. Die Stars des heutigen Parteitags, die Bonner Prominenz. FDP-Chef Graf Lambsdorff treibt ebenso wie Außenminister Genscher die Furcht vor Weimar um. Es darf keine Zersplitterung der Liberalen geben. Die Neugründungen Deutsche Forumpartei, sie hat sich vom neuen Forum abgespalten, und die FDP der DDR werden als Partner für eine gemeinsame Liste umworben. LDPD und Deutsche Forumpartei sind dazu bereit. Aber die FDP der DDR zögert noch. Für sie muss die LDPD ihren Reinigungsprozess noch unter Beweis stellen. Und da geht es eben um mehr als nur um das Austauschen von Personen wie Manfred Gerlach, sondern auch um das Aufbrechen alter Machtstrukturen. Umjubelt Hans-Dietrich Genscher, beschwörend sein Appell: Wir Deutschen wollen nicht ein deutsches Europa, aber wir wollen ein europäisches Deutschland haben. Davon will Genscher morgen zusammen mit Bundeskanzler Kohl auch Michail Gorbatschow überzeugen. Im Telefonverkehr zwischen beiden deutschen Staaten sollen die stundenlangen Wartezeiten bald der Vergangenheit angehören. Die Postverwaltungen haben praktisch für alle Bereiche Verbesserungen vereinbart, die zum Teil noch in diesem Jahr wirksam werden sollen. Einzelheiten nannte heute Bundespostminister Schwarz-Schilling in Bonn. Die Zahl der innerdeutschen Telefonleitungen soll noch bis Jahresende verdoppelt werden. Dies lässt dann auch doppelt so viele Gespräche aus der Bundesrepublik in die DDR zu. In umgekehrter Richtung soll die Kapazität sogar auf das Vierfache steigen. In Moskau ist der amerikanische Außenminister Baker heute vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow zu einem vierstündigen Gespräch empfangen worden. Dabei machte Gorbatschow deutlich, dass Moskau den jüngsten Abrüstungsvorschlag des amerikanischen Präsidenten nur akzeptieren werde, wenn er für ganz Europa gilt. Bush hatte vorgeschlagen, dass die Supermächte ihre in Mittel- und Osteuropa stationierten Truppen auf jeweils 195.000 Mann verringern. Schwere goldbeschlagene Türen öffnen sich zum berühmten Katharinensaal. Kreml-Herr Gorbatschow empfängt US-Außenminister Baker wie in einer Inszenierung. Die Kulisse ist glänzend, doch was in dem Stück wirklich gespielt wird, erfährt man auch heute Vormittag nicht. Zwischen den USA und der Sowjetunion geht es um Abrüstung und um die Frage, ob ein vereintes Deutschland, wie Baker es will, Mitglied der NATO sein kann. Seine Meinung dazu will Gorbatschow nicht den Journalisten mitteilen. Er müsse es erst dem Gast sagen, alles andere wäre unhöflich. Ein Kommentator der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS wurde dagegen heute Nachmittag deutlicher. Genschers Vorschlag eines vereinten Deutschlands innerhalb der NATO, aber ohne westliche Truppen auf dem Gebiet der heutigen DDR, sei weder realistisch noch konstruktiv. Früher waren solche TASS-Kommentare die offizielle Regierungsmeinung. Aber seit Gorbatschow weiß in Moskau keiner genau, ob TASS nun wirklich die Meinung der Regierung wiedergibt oder nur das, was die Nachrichtenagentur dafür hält. Also warten auf eine authentische Unterrichtung der Presse durch die Minister Baker USA und Schewatnadze Sowjetunion. Der Beginn verzögert sich, nicht nur einmal. In den Fernsehnachrichten wird angekündigt, dass Baker auf dem Weg sei. Auf der Pressekonferenz erfahren die Journalisten, dass weder Schewatnadze noch Baker kommen werden. In Moskau herrscht Nachrichtenchaos. Morgen treffen Kohl und Genscher ein. Aber mit wem sie wann und wo sprechen werden, ist zur Stunde unbekannt. Für die Lebensmittelversorgung der Sowjetunion will Bonn jetzt 220 Millionen Mark bereitstellen. Regierungssprecher Klein sagte heute, die Hilfe sei beim Besuch von Staats- und Parteichef Gorbatschow im Juni vereinbart worden, um Nahrungsmittelengpässe im Winter abzubauen. Moskau könne mit dem Geld bis zu 142.000 Tonnen Lebensmittel in der EG kaufen. Eine Rückzahlung der Hilfe werde nicht verlangt. Unterdessen wurde bekannt, dass es in der Sowjetunion kein Futtergetreide mehr für die Rinderhaltung gibt. Wie die Parteizeitung Pravda heute berichtete, sei für den Getreidezukauf aus dem Ausland zurzeit kein Geld vorhanden. Darum müsse nun auch die Fleischproduktion gesenkt werden.
Bei einem schweren Unfall im Chemiewerk Buna bei Halle sind heute 3 Menschen ums Leben gekommen. 25 Arbeiter wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich während der Frühstückspause. Viele Arbeiter hatten die Werkshalle verlassen, denn sonst wären noch mehr Tote und Verletzte zu beklagen gewesen. Der 30 Jahre alte Kabitofen war bei der Verpuffung, so der technische Ausdruck, explodiert. Plötzlich war alles schwarz um uns herum, die Luft brannte förmlich, sagte ein Arbeiter. Die 2000 Grad heiße Glut- und Druckwelle bewirkte eine so große Erhitzung, dass die Rettungsmannschaften erst Stunden später zum Ofen vordringen konnten. Die Werksleitung wehrt sich gegen den Vorwurf, das Chemiewerk Buna sei technisch völlig veraltet. Es ist ein Unterschied zwischen dem technischen Zustand insgesamt und Sicherheitsmaßnahmen. Man kann aber nicht im Raum stehen lassen, dass, wie es aus Ihrer Frage herausklingt, es in Buna Kabitofen betrieben werden, wo die Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden. Also das möchte ich strikt von mir weisen, solche Unterstellung. Doch da gibt es nichts zu leugnen. Große Teile der DDR-Chemieindustrie befinden sich in schrottreifem Zustand. Der heute explodierte Kabitofen sollte deshalb zum Jahresende geschlossen werden, wie noch 3 weitere. Erst gestern hatte Modrow durch eine Regierungskommission die Stilllegung ganzer chemischer Industriezweige bis Dezember 91 angekündigt, weil sie sicherheitstechnisch überholt sind und die Umwelt auf sträfliche Weise belasten. Besonders die Gegend um Halle, in der die Buna-Werke liegen, steht vor dem ökologischen Kollaps. Die Kinder leiden unter Pseudokrupphusten. 6000 Arbeitsplätze gehen durch die Stilllegungen verloren. Schmerzliche Erfahrungen für ein Land, das bisher offiziell jedenfalls keine Arbeitslosigkeit kannte. Der Bundestag hat heute in erster Lesung den Koalitionsentwurf zum neuen Ausländerrecht diskutiert. Vertreter der Opposition warfen der Regierung vor, die Novelle ohne ausreichende Beratungszeit durch das Parlament peitschen zu wollen. Inhaltlich verschlechtere das Konzept die Rechtspositionen. Es knüpfe zu weitreichende Bedingungen an den Anspruch auf ein dauerndes Aufenthaltsrecht für die hier lebenden Ausländer und an die Nachzugsmöglichkeit ihrer Familienangehörigen. Die Koalition wies die Vorwürfe zurück. Durch die neuen Regelungen würden die Betroffenen mehr Sicherheit erhalten. Außerdem müssten der Zuzug von Menschen aus Nicht-EG-Staaten begrenzt und das Asylverfahren beschleunigt werden. Der Außenhandel der Bundesrepublik hat im vergangenen Jahr alle Rekorde gebrochen. 1989 sind Waren im Wert von 641 Milliarden Mark exportiert worden, so viel wie nie zuvor. Auch die Importe stiegen auf eine neue Höchstmarke. Insgesamt wurden Waren im Wert von 506 Milliarden Mark eingeführt. Der Überschuss im Außenhandel kletterte damit auf rund 135 Milliarden Mark. Die Lebenshaltung in der Bundesrepublik ist im Januar um 2,7% teurer gewesen als im gleichen Monat des Vorjahres. Besonders die höheren Preise für Nahrungsmittel und leichtes Heizöl schlugen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden zu Buche. Aber auch der Kraftstoff, die Bundesbahn sowie Rundfunk und Fernsehen kosteten mehr als 1989. Nur der Kaffee wurde um 6,3% billiger. Im Vergleich zum Dezember letzten Jahres liegt die Preissteigerung bei 0,6%. Im Berliner Zoopalast sind am Abend die 40. internationale Filmfestspiele eröffnet worden. Der regierende Bürgermeister Momper bezeichnete die diesjährige Berlinale als Beginn eines neuen Kapitels in einer wieder zusammenwachsenden Stadt, mitten in einem sich frei zusammenfügenden Europa. Ein doppelter Grund zu feiern. Die internationalen Filmfestspiele begehen ihr 40. Jubiläum und zum ersten Mal laufen sie in beiden Teilen der Stadt. 4 Ostberliner Kinos zeigen diesmal das gesamte Wettbewerbsprogramm, Eintritt 10 Mark Ost. Noch nie gab es so viel Andrang in Berlin, nicht nur nach Karten, sondern dieses Jahr kommen auch mehr als je zuvor Journalisten, Filmemacher und Filmfirmen in die Stadt. Sie wollen von Berlin aus neue Märkte im Osten erobern. Und es kommen diesmal auch viele Stars, zum Beispiel Sally Field und Dolly Parton aus dem amerikanischen Eröffnungsfilm Magnolien aus Stahl. Eine leicht verdauliche, aber treffende Studie über 6 Frauen aus einer spießigen Kleinstadt im Süden der USA. Beim ersten Auswählen haben mich die Filme interessiert, die großen Namen tragen. Aber beim zweiten sind interessieren mich jetzt die Filme, die ich nicht mehr im Kino sehen werde. Also polnische Filme, tschechische Filme auch. Da kommt das Publikum diesmal auf seine Kosten, etwa mit den Tresorfilmen aus der DDR. Ich bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Zum Beispiel Manfred Krug in Die Spur der Steine von 1965. Hoffentlich haben Sie dir die Arbeitsschutzbestimmungen erklärt. Hier holt sich nämlich öfter einer eine Beule.
Das Stück vom ungeliebten Parteisekretär und dem aufmüpfigen Brigadier, das bisher nicht in die DDR-Realität passen durfte und deshalb der Zensur zum Opfer fiel. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 10. Februar. Auf dem Satellitenfilm ist es über Deutschland zunächst nur gering bewölkt. Im Tagesverlauf zogen einige größere Wolkenfelder auf. Ein umfangreiches Wolkengebiet verlagerte sich vom Ostatlantik zur Biskaya und nach Westfrankreich. Während das anfangs noch für Deutschland wetterbestimmende Hoch ostwärts wandert, nähert sich von Südwesten rasch ein atlantisches Frontensystem. Es erreicht morgen in der zweiten Tageshälfte das westliche Deutschland und führt dabei milde, auf seiner Rückseite dann kältere Meeresluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage für morgen. Zunächst überwiegend gering bewölkt. In der zweiten Tageshälfte von Westen her Eintrübung und nachfolgend Regen. Tiefsttemperaturen im Norden um 3, sonst 0 bis minus 5 Grad. Tageshöchstwerte 4 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer bis starker, im Tagesverlauf zunehmender Wind aus Südwest bis Süd. Die weiteren Aussichten: am Sonntag meist stark bewölkt, zeitweise Regen, mild. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.